Wach aus der ewigen Wache, doch das Dach ist halb eingestürzt und die Wände sind von Ruß bedeckt. Offenbar hat hier vor einiger Zeit ein heftiger Kampf stattgefunden. Ach, welcher Kampf das wohl gewesen war? Keine Ahnung, kann sich gar nicht vorstellen. Ach du Scheiße. Als ihr das Wachhaus betretet, bietet sich ein Bild des Grauens. Ein Großteil der Wände ist von Feuer geschwärzt und mehrere Leichen liegen auf dem Boden. Die meisten Möbel sind entweder zerschlagen oder umgeworfen. Ach, das sind gar keine Gegner, das sind... In dieser Tür hört ihr ein Poltern. Warum ist das eine... Was zur Hölle? Ich habe gespeichert. Ne? Was auch immer jetzt kommt, ich bin... gelangweilt. So, zeigt mir, was ihr könnt, Jungs. 32 Lebenspunkte, jawohl. 35, hallo. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Wie sie das gelohnt hat. Du, geh mal Platz machen. Ich wollen töten. Ja, schöne Sache das. Lass uns doch mal rüberkommen. Bevor wir es totschlagen. So. Ich hätte vielleicht doch noch das Zeug voll. War es nur 13? Ich treffe, mache aber keinen Schaden. Ist nichts kaputt. Das ist verbuggt, das Spiel. Was ich schon öfters bemerkt habe. So, na komm. So, ich hoffe, ich kann das alles mitnehmen. Nein. Wahrscheinlich nicht. Doch, es geht noch. Noch kann ich Zeug einpacken. Das war ein Skelett. So. Okay, das sind nur bestimmte Skelette, die mich angreifen und töten wollen. So, du hörst da drüben an und du da drüben, dann wird das eine runde Sache, ne? Ja, doch, das ist... Ich hab, glaube ich, eine gute Waffe. 25 Lebenspunkte, warum machen die so viel Schaden, Mann? Was soll denn der Unsinn? Gut, weil Verteidigung nicht hoch genug ist bei denen. Vermutlich. Schnetzeln wir sie weg. 30. Ah, schön, aber bin ich noch nicht mal Maximum, was mein Schwert kann. Weil ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird. Wow, Grüban, du bist voll toll. Wenn ich nicht wüsste, dass es dieses Schild nicht gäbe, ich hätte dich zum Krieger gemacht. Ich hoffe, ich hab das noch nicht weggeworfen aus Versehen. Ich würde es mir zutrauen. Alles muss ich selbst machen. 39, jawohl. Das sind schon eher Zahlen, mit denen man was anfangen kann. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Sie kann Kettenhemden tragen. Ach du Scheiße, warum kann die so viel Kettenhemden? Der Fuck. Hinter der Tür hört ihr ein Poltern. Das Problem ist, ich muss jetzt schon wieder Zeug. Oh Gott, ich bin schon wieder völlig überfüllt. Ja. Ich muss mal kurz wieder weg. Einen Moment, ich musste aber kurz verkaufen gehen. Das Steinblatt ist folgender Text eingemeißelt. Lyrian, den 1.1.5. Das werden wir jetzt nicht übersetzen. Das machen wir vielleicht später. So, hier ist übrigens die uneinnehmbare Festung, die wir jetzt landen können. Ich kann das Spiel jetzt noch nicht beenden, ne? Oder? Nein, nein. Oder? Ich glaube, hier sind auch nochmal ganz viele Gegner auf der Straße, wenn ich mich erinnere. Könnte natürlich sein, dass ich mich täusche. Ich brauche irgendwann mal wieder einen Punkt, wo ich Geld ausgeben kann. Was ist das hier für eine Straße, sag mal? Das ist ja völlig verwirrend. So, ist hier nicht irgendwo auch... Ich bin gerade in der falschen Richtung unterwegs. Kann das sein? Das kann sehr wohl sein. Jupp, bin ich. Ich muss jetzt erstmal verkaufen gehen. Warum bin ich nicht direkt in der Stadt gelandet? Gute Frage, nächste Frage.
Ihr habt hier doch irgendwo einen Händler. Wo habt ihr einen Händler? Irgendwo. Och. Kann ich so viel Geld dann überhaupt tragen? Wahrscheinlich auch wieder nicht. Ja. Spiel, warum tust du mir das an? Nein, ich kann es auch nicht liegen lassen, das ganze Zeug. Das hat schon in meinem Herz geblutet, als ich eine schwarzweiße Gilde alles liegen lassen musste. Warenhandel, hoffentlich hast du was Exklusives. Was Teures, ich suche was Teures, was richtig viel Asche kostet. Es muss nicht nützlich sein, es muss nur teuer sein. Ich sagte, es muss teuer sein. Gold, es gibt nicht viel Gold für das Zeug. Was mit der Geme? Ah, nein, nein, nein. Das Spiel hatten wir schon mal. Das machen wir nicht kein zweites Mal mehr. Axt war Schrott. Das war so ein ganz... Habe ich das schon identifiziert? Ich identifiziere es lieber mal. Kann ich jetzt noch nicht. Okay. Was wir verkaufen, das waren diese normalen Billigtränke, ne? Ich bin lieber mal vorsichtig, was ich jetzt verkaufe. Eine von den Gegenständen sind möglicherweise mächtig. Wow, 6 Amberstar-Teile. Ich bin gut unterwegs. Oh, ne, die verkaufen wir nicht. Ja, sie kriegt natürlich richtig viel Gold dafür. Wieder 12.000. Defization. So, wer hatte den Gegenstand? Hattest du den Gegenstand? Nein, wen habe ich dem Schild gegeben? Mir selbst, ne? Natürlich. Natürlich, wem denn auch sonst? Ich nehme nicht an, dass du das tolle Schild bist, das ich suche. Nein, das kann auch von Rangern getragen werden. Das kann es gar nicht sein. So, was wird ihr jetzt als Getränke? Geheilt? SP, das war SP, das war auch SP, nee, Vergiftung, Krankheit, Blindheit, alles klar, die können uns auch alle weg. Zahlen auch für jeden Müll einen Haufen Kohle. Außer für die Tränke. Oh, okay, ich korrigiere, auch für die Tränke zahlen sie einen Haufen Kohle. Viel cooler, ich hab schon wieder. Kann ich noch viel tragen? Hilfe! Ich muss mal irgendwas finden, wo ich mein Geld ausgeben kann. Warte, wir haben doch schon noch Dinge. Ich glaube, ich will doch erstmal nicht weiter nach Tinley. Nein, ich will jetzt, glaube ich, erstmal ganz woanders hin. Da hoffen wir, dass ich da Geld ausgeben kann. Ich suche jetzt erstmal diese Gilden auf alle und versuche da irgendwo Gold auszugeben. Gold! Holz auf Pisse haben wir da drüben noch. Wir setzen unsere Reise so bald weiter, sobald ich wieder kein Geld mehr habe. Am Anfang hatten wir es nicht und jetzt hat man es und will es loswerden. Sehr gut. Hol mal so einen Adler. Gut, hier haben wir auch noch irgendwo eine Insel. War ich auf der schon mal? Wir haben einmal diese Goblin-Insel da unten. Eigentlich ist hier weiter oben noch eine Insel. Dass diese Küste entlang fliege, müsste ich sie finden. Angeblich. War ich das schon mal? Nee, hier war ich definitiv noch nicht. Ist hier irgendwas? Offensichtlich nicht. Okay. Dann eben nicht. Ich brauche Licht. Pack mal den Scheinwerfer aus. Knall ihn vorne auf den Adlerkopf. So, hier haben wir Wüste. Oh, das ist die Wüste, die ich suche. House of Peace. Oh, das ist ein großer Kaktus. Was ist denn da drin?
Will ich das jetzt wissen? Nein. Sollte ich so einfach in Höhlen reingehen? Ich könnte damit Bugs auslösen. Ich hoffe doch nicht. Gänge des Friedens. Ein starker Geruch von Erde und Pflanzen hängt in diesen Gängen. Die Wände sind mit Pflanzen bedeckt. Und da ist ein Rätselmund. Ach, ich muss sie immer... Ich will sie immer anreden, weil das Münder sind. Wer kommt denn auf die Idee, zuerst anzugucken? Willkommen im Wüstenreisenden. Nenne mir den Namen der lieblichsten Blüte. Das ist einfach. Jasmin. Steht's ja schon. Heiße willkommen im Namen der Prinzessin willkommen. Falls du wegen der Rose der Trauer gekommen bist, muss ich dich warnen und dir sagen, dass die Rose nicht leicht zu langen ist. Trotzdem wünsche ich dir. Es gibt hier also nichts zu kaufen. Ich glaube, es gibt hier nichts zu kaufen. Nein, ich suche was, wo ich Geld ausgeben kann. Verdammt. Aber das waren jetzt die Hallen des Friedens, ne? Ich guck nochmal kurz. Ja, Gänge des Friedens, ne? Tja, jetzt ist es nicht so schwierig. Wo könnte ich noch hin? Komm schon. Puh, einen Ort wüsste ich jetzt noch, wo eventuell Geld ausgebbar ist. Eventuell. Fliegen noch so leicht schräg, dann sollten wir schneller da sein. Oder vorbeifliegen, je nachdem. Bei meinem Glück fliege ich einfach vorbei. Lad, 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 lad. So, wo ist denn diese scheiß Insel, auf die ich vorhin auch nicht kam? Vorhin, vor 200.000 Folgen. Mal drauf wollte, ob ich drauf kam. Oh, komm. Hallo. Land. Land in Sicht. Ich will mal kurz gucken, ich bin hier zu weit rechts. Nein, man ist niemals zu weit rechts. Na. So. Land? Hallo? Och nö. Nö, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier so leicht die Wüste. Hier nicht irgendwo das, was ich suche? Ja, 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 hier ist es. Ja, yeah, freie Landebahn. Und jetzt fliegen wir noch so ein bisschen durch die Gegend sinnfrei und dann suchen wir mal hier. Jawoll, hallo, lande mal hier. Wuhu. Wir haben die letzte Stadt entdeckt. Ich glaube, das war die letzte Stadt. Gibt es hier noch eine Stadt? Nee. Nee. Nee, glaub nicht. Nee, glaub nicht. Nee. Nö, nö, glaub nicht. Das Dorf Snake-Sign-Siegen. Snack-Siegen. Hat. Das ist wieder so ein Elfendorf, sehe ich gleich. So, wir laufen erstmal so überall hin, wo wir hin können. Ohne dabei die Stadt wieder zu verlassen. Ja, so, ich will hier rechts. Na Opa, wie geht's? So, erstmal hier charismatischen Holzblock mit dem ansprechen. Shira. Ja, nee, hallo. Was ist denn hallo? Hallo. Ich sehe, ihr seid hier fremd auf der Insel. Was kann ich ein alter Priester eines Tempels für euch tun? Das weiß ich auch noch nicht. Was kannst du denn? Priesterin, habe ich schon mal nicht im Angebot. Tempel. Tempel ist leer und verlassen. Nur Sansri und ihre geliebten Haustiere. Die Schlangen leben jetzt in ihm. Oh Gott. Ich kann mich da an einen Dungeon erinnern, glaube ich. Ich kann immer noch nicht verstehen, weshalb sich Sansri den Bösen verschrieben hat und uns im Tempel vorstoßen hat. So, Chandra, Sansri. Ich kann sie natürlich nicht drauf ansprechen. Tempel. Nee, Moment, das hatte ich eben, ne? Böse, da ist böse Symbol. Aufgabe. Nee, okay, das war jetzt voll informativ, dieses Gespräch. Danke. Für gar nichts. So, was haben wir denn da? Diesen goldenen Schild kannst du folgendes lesen. Wissen ist das wertvollste Gut. Der Weiß von Snackesicken. So,
so, ich werde es glaube ich jetzt immer so aussprechen, Snakesicken. Ich meine, da habe ich eben richtig gelesen, dass der von 13 bis 15 Uhr offen hat, wow. Hier geht's. Ich wollte da nicht raus. Vor euch seht ihr die alten, verkommenen Häuser des Dorfes Snakesicken. Das ist falsch ausgesprochen, du Spasti. Ich weiß so. Und dafür, dass die alten verfallen ist, sieht das Dorf aber noch recht gut aus. Das muss man ja lassen, hat sich gut gehalten. Ist schon wieder diese alte Oma, ne? Ja. Gut, dann drehen wir gleich um und laufen wieder weg vor ihr. Ist nämlich alt und hässlich. Moment, da geht's auch nochmal rum, was? Zur Hölle ist das denn für ein Dorf? So, was haben wir denn hier so Schönes? Warenhandel von Snakesicken. Ich hoffe, wenn ich Ambungen spiele und... Gibt's da die Stadt noch? Ich weiß gar nicht mehr. So, was hast du im Angebot? Du hast die Dietriche. Wollen wir nicht zu viel Geld ausgeben, wir haben es ja nicht so dicker, ne? 376 Gold, bitte. Okay. Und ein paar Flaschen. Und er war das mit dem ganzen Charisma, ne? Nicht, dass ich jetzt einen falschen ausgewählt habe und Geld ausgebe. Charisma 67. Ja, ja, ist schon ein charismatischer Kerl, muss man sagen. Ich muss erstmal ein paar Flaschen abgeben. Das heißt, ich werfe mal ein paar Lied aus meiner Gruppe ab. So, hier ist noch ein paar Dietriche. So, was soll er noch kaufen? Kräuterpäckchen, ne? Reizack. Hat er was drauf? 2,15, ne? Ein netter Versuch, Kleiner. Magiegegenstand. Ich weiß zwar nicht, was er macht, aber einen möchte ich mal kaufen. Was kostet denn das Spaß? Ne, kostet ja nichts. Jetzt machen wir einfach mal diesen hier, ne? Also, diesen hier. Also, diesen hier. Nein. Ja, magischer Kompass, genau was ich brauche. Ich habe ja nicht irgendwie Schwein dabei. Krankheit halt 1. Das heißt, du hast keine andere Verwendung. Nein, hast du nicht. Gut. Egal, wir haben Dietrich und Flaschen gekauft. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde niemals so viele Flaschen benötigen, wie ich ja gerade eben gekauft habe. Exit. Gut, wir haben neue Dietriche gekauft. Ich habe auch so viel, Dietrich werde ich nie brauchen. Aber Details. So, dann wollen wir die Stadt weiter erkunden. Was ist das denn hier? Gasthaus zum Turm. Da gehen wir zuletzt rein. Da gibt es bestimmt wieder ganz viele wichtige Informationen und so. So, der Alte hat noch nicht offen. Das ist ja die Oma oder Opa. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Frau gewesen. Ich glaube es zumindest. Was haben wir denn hier so? Sulp Lebensmittel. Das ist so Rationsverkauf bloß, ne? Herfenrationen, ja, am Arsch. Ich bin froh, dass ich den Mist nicht mit mir rumschleppen muss. Du willst besser kaufen. Ne? Okay, einen Schritt zurück und in die Sackgasse. Kuscheln mit der Wand. Gut, dann ist da in der Mitte noch irgendwas. Und Sansri hat bestimmt keinen Ambassador-Teil. Nein, nein, nein. Ach, hoch muss ich. Hoch! An die Wand dieses Hauses ist eine Leiter gelehnt. Als ihr nach oben steigt, um zu sehen, wohin diese führt, gelangt ihr an ein verschlossenes Fenster. Unverrichtete Dinge steigt die Leiter wieder hinab. Was? Okay. Melchior! Sein Ehrenkranz. Hallo, du sagst mir gar nichts, wenn ich komme. Was bist du für ein unfreundliches Arschloch? Hallo. Herr Grüß, mein Name ist Melchior und ich bin Mitglied der Gilde der Mönche. Ich bin auf der Insel der Sansri gekommen, um einige verlorenen Seelen zu retten. Meine Aufgabe hat sich uns selbst gelöst. Sansri, die Göttin der Schlangen, hat alle ihre Priesterinnen aus dem Tempel gejagt und einen Eingang zum Tempel verschlossen. Nur Mark. Oh, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Nur Mark mag wissen, was sie jetzt im Tempel treibt. Sollte vielleicht auch aufschreiben, was ich sage. Ich glaube, das passt für die Mönche. Es steht auf jeden Fall in Klammern, also, und er ist ein Mönch. Allerdings habe ich gehört, dass sich die Bösen verschrieben haben und Hand
und Hand mit dem Räder Marmion arbeiten soll. Hast du mir dafür mehr zu erzählen? Ach, ich kann jetzt bestimmt nur über Morg fragen. Ja, Morg hier. Wir möchten dienen unserem Herrn, dem Gott der Weisheit. Sein Name lautet Morg. Und jetzt darf ich auch Nigel, oder? Dingsbums. Tempel. Wie ich bereits sagte, ist der Tempel verschlossen. Man kommt nur in die Vorhalle und dort, wo einst der Eingang war, befindet jetzt nur noch eine blanke Wand. Ich habe allerdings von einer alten Frau gehört, die hier im Dorf wohnt soll und eine Möglichkeit weiß, in den Tempel zu gelangen. Wenn ich sie finden sollte, werde ich sie fragen nach dem Eingang fragen. Ich spreche ganz komisch. Ich hoffe, in den Tempel zu gelangen, um die alte Schlange für ihren bösen Taten abzubringen. Was? Wo habe ich denn das hier? Keine Ahnung. Glücktier, das kennt ihr alles nicht. Ich glaube, das war alles hier. Mit was ist eigentlich?